Wie motivieren wir unsere Schülerinnen und Schüler im Instrumentalunterricht? Wie bringen wir sie dazu, zu Hause mehr zu üben, das Instrument mehr in die Hand zu nehmen? Und als Lehrpersonen wissen wir, dass das sehr entscheidend ist. Und wir wünschen uns natürlich manchmal so einen Motivationsschalter, den wir einfach drücken können bei der Schülerin oder beim Schüler und schwupps, läuft's von alleine. Aber wir wissen natürlich auch, so einfach ist es nicht. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Viele Sachen spielen zusammen, aber gleichzeitig ist es eben auch sehr gut erforscht. Es gibt diverse Bücher aus verschiedenen Blickwinkeln und da möchte ich euch eines vorstellen, und zwar von Nikolai Petrat. Es heißt «Motivieren zur Musik» und erfasst in diesem Buch verschiedene Motivationsaspekte zu einem schlüssigen Konzept zusammen, und dieses nennt er den Motivationszirkel. Der Motivationszirkel besteht aus vier Teilen plus einem Bonusteil. Und das Wort Motivation kommt ja vom lateinischen movere, also von Bewegung. Und dieser Motivationszirkel geht sozusagen der Frage nach, was bringt uns in Bewegung, was veranlasst uns, eine Tätigkeit auszuüben. Und das geht eben durch diese vier Etappen. Die erste Etappe ist das Motiv selber, also wieso machen wir etwas? Was motiviert uns? Was spricht uns an oder eben unsere Schülerinnen und Schüler? Was ist der Beweggrund, warum wir uns überhaupt in Bewegung versetzen? Im zweiten Bereich geht es um den angeborenen Neugierreflex. Auch kleine Kinder wollen ja schon lernen, wollen ihre Umgebung erkunden, wollen imitieren und eben Kompetenzen dazugewinnen. Und das ist dann eigentlich der Auslösemoment der Bewegung. Also was ist hier da der Trigger, was uns in Bewegung dann auch versetzt oder die Bewegung auslöst. Sobald wir loslegen und unsere Komfortzone verlassen, Dinge ausprobieren, die wir noch nicht können oder nicht so gut können, sind wir verschiedenen Verunsicherungen ausgesetzt. Das wäre dann diese nächste Phase. Wie können wir jetzt mit diesen Verunsicherungen umgehen? Beziehungsweise wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler gut begleiten in dieser Phase? Wie können wir ihnen Sicherheit geben, schauen, dass die Unsicherheit nicht überhand nimmt und in der Frustration endet? Der vierte und letzte Teil ist dann die Anstrengung, also die eigentliche Umsetzung hin zum Erfolgserlebnis, welches dann die ganze Tätigkeit abschließt. So ist der Kreis dann eigentlich geschlossen, respektive es kann eine neue Runde gestartet werden. Und wenn dieser Kreis eben im Fluss ist, dann ist die Schülerin, der Schüler motiviert, dann funktioniert das Getriebe, dann funktioniert alles. Und wenn wir eben bei diesen vier Phasen eben wissen, was sind die entscheidenden Einflussstellschrauben, die wir da zur Verfügung haben und wie können wir unseren Unterricht gestalten, sodass wir das eben optimal unterstützen, dann ist eigentlich die Motivation schon sehr, sehr wahrscheinlich. Jetzt noch zum Bonusteil, den ich vorhin erwähnt habe. Das ist das Kapitel Flow. Flow beschreibt ein völliges Eintauchen in eine Tätigkeit, dass man die Tätigkeit eben auch um ihrer selbst willen macht, weil sie als so erfüllend erlebt wird. Man spricht dann auch von intrinsischer Motivation oder von einer autotelischen Tätigkeit. Und dieser Zustand ist nicht ganz einfach zu erreichen, wird auch nicht automatisch immer so erreicht. Aber wenn es eintritt, Flow, dann ist es eben sehr, sehr motivationsfördernd. Und Nikolai Petrat erklärt dann in diesem Kapitel detailliert, welche Weichen man stellen kann, damit Flow wahrscheinlicher wird. Das wäre also der Motivationszirkel. Was ebenfalls im Buch vorkommt, sind vier weitere Kapitel. Eines zum Gruppenunterricht. Wie können wir also dieses Wissen über den Motivationszirkel im Gruppenunterricht anwenden, in Ensemblestunden einbringen? Dann der zweite zusätzliche Teil ist über die Elterndidaktik. Was können Eltern tun für die Motivation ihrer Kinder? Wie können sie ihre Kinder unterstützen? Dann gibt es einen Praxisteil für ganz spezifische Situationen. Zum Beispiel die erste Unterrichtsstunde oder Anfang oder Schluss einer Lektion. Oder was kann man tun, wenn ein Schüler sich sehr über Fehler ärgert oder wenn er überfordert ist oder wenn sie immer wieder den gleichen Fehler macht und fast verzweifelt daran. Also so ganz spezifische Handlungstipps. Das ist sowieso eine Stärke des Buchs. Es ist sehr auf die Praxis ausgerichtet. Es gibt immer wieder Tipps für Selbstreflexion und für konkrete Handlungsanweisungen, Dinge, die man ausprobieren oder optimieren kann. Abgerundet wird das Buch mit einem Supervisionsteil, und den finde ich wirklich super. Das sind 9 Seiten mit ganz konkreten Fragen, Hauptfragen und dann Detailfragen zur Selbstreflexion.
Und da kommt alles nochmals vor, was da in diesem Motivationszirkel wichtig ist. Und man kann diese 9 Seiten wirklich durchgehen in Ruhe und sich diese Fragen stellen und sich überlegen, mache ich das sowieso schon in meinem Unterricht oder ist das vielleicht etwas, was ich noch ausbauen sollte oder mache ich da vielleicht sogar etwas komplett falsch, was in die falsche Richtung geht und motivationshemmend ist. Also wirklich ein sehr hilfreiches Tool für die Eigenanalyse. Ich möchte die Hauptfragen daraus dir auch nochmal zeigen und zwar gehen die dem Motivationszirkel entlang. Bereich Motiv ist die Hauptfrage. Kennst du die Motive, die Beweggründe deiner Schülerinnen und Schüler und baust du deinen Unterricht darauf auf? Im Bereich Neugier ist die Hauptfrage, schaffst du Abwechslung, sorgst du für verschiedene Inputs, die eben die Neugier auch wecken? Im Bereich Unsicherheit, Verunsicherung ist die Frage, stabilisierst du das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler, also gibst du ihnen Sicherheit, unterstützt du sie dabei, Selbstsicherheit aufzubauen? Im Bereich Anstrengung ist die Frage, sorgst du für Erfolgserlebnisse? Und im Bereich Flow ist die Hauptfrage, stellst du die Weichen so, die Rahmenbedingungen, dass eben Flow eintreten kann? Auf alle 5 Bereiche werde ich in einzelnen Videos weiter eingehen. Du siehst die verlinkt. Du kannst also, wenn dich eines dieser Bereiche sehr interessiert, dort noch mehr Informationen, noch mehr konkrete Handlungstipps holen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei.